Hallo, willkommen wieder beim Thema Datenbank. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin gerade am Weg in mein Büro, habe aber noch etwas Zeit für einen Kaffee. Kommt mit in meine Lieblingsbäckerei und wir plaudern etwas darüber, wie man in SQL-Abfragen viele Datensätze zu einem Wert zusammenfassen kann. Also, wie wir Datensätze zählen, Maxima und Minima ermitteln, sowie Durchschnitte bilden können. Oh, welche Köstlichkeiten. Ich muss später unbedingt ein paar davon mitnehmen. Ich frage mich, was wohl der höchste Rechnungsbetrag in dieser Filiale bisher war. Es gibt ja so viele gute Sachen hier. Wie viele Verkäufe gab es denn überhaupt schon hier? Und wie viele davon von registrierten Kunden? Das sind alles Fragen, die mir die Datenbank der Bäckerei beantworten könnte. Aber wie stelle ich die passenden Abfragen? Genau für diesen Fall gibt es in SQL sogenannte Aggregatsfunktionen. Dabei geht es um Funktionen, die ein einziges Ergebnis aus einer Menge von Werten ermitteln. Also, Aggregatfunktionen ermitteln ein einziges Ergebnis aus einer Menge von Werten. Die wichtigsten Vertreter sind Max, Min, Sum, Average und Count. Mit Max und Min berechnet man das Maximum bzw. Minimum einer Wertemenge. Mit Sum kann man Werte aufsummieren oder mit Average einen Durchschnittswert ermitteln. Diese mathematischen Funktionen können aber nur bei numerischen Werten, also Zahlen, angewandt werden. Nullwerte werden bei diesen dabei nicht berücksichtigt. Das Ergebnis wird also ohne sie ermittelt. Mit Count zählt man die Anzahl von vorkommenden Werten. Dabei spielen manchmal auch vorkommende Nullwerte eine Rolle. Gehen wir diese Funktionen jetzt aber langsam der Reihe nach durch. Wollen wir beispielsweise den höchsten Rechnungsbetrag wissen, der in dieser Filiale bisher jemals bezahlt wurde, so können wir das mit Hilfe einer dieser Aggregatfunktionen berechnen. Probieren wir das gleich mal aus. Für den höchsten Rechnungsbetrag brauchen wir das Maximum. Wir schreiben also select max und in Klammern die Spalte, deren Maximum ermittelt werden soll. Hier Rechnungsbetrag. Anwenden wollen wir das select auf die Tabelle Verkauf, daher from Verkauf. Und ich möchte die Auswertung auf diese Filiale der Bäckerei, also die mit Filialnummer 42, einschränken. Die Abfrage liefert wie erwartet den Maximalwert der Spalte Rechnungsbetrag von Verkäufen in der Filiale 42. Wir können auch mehrere Aggregatfunktionen in ein Select schreiben. Ergänzen wir noch den niedrigsten Rechnungsbetrag sowie den Durchschnitt. Dann sieht unser Ergebnis so aus. Ähnlich wird auch die Aggregatfunktion SUM angewendet. Damit können wir die Frage beantworten, wie viel Umsatz es heute schon in dieser Filiale gab. Um den Umsatz zu berechnen, müssen wir die entsprechenden Rechnungsbeträge in der Tabelle Verkauf aufsummieren. Dazu schreiben wir SUM von Rechnungsbetrag. S Umsatz. Das heutige Datum ermitteln wir über die Funktion CurrentDate. Dem Ergebnis können wir entnehmen, dass es heute bisher 24,55 Euro an Umsatz gab. Aggregatfunktionen können wir auch auf Berechnungen anwenden. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. In der Tabelle Produkt finden wir für jedes Produkt seinen Verkaufs- und Herstellungspreis. Daraus kann man den Gewinn berechnen. Wollen wir wissen, was unter den Produkten die höchste vorkommende Gewinnspanne ist, so ergänzen wir die entsprechende Aggregatsfunktion und einen passenden Alias für den Spaltennamen. Das ist also der Gewinn des Produktes mit der größten Gewinnspanne. Nur welches Produkt ist das? Das lässt sich nicht ganz so einfach ermitteln. Hiervor würde man eine eigene Unterabfrage schreiben, eine sogenannte einfache Subquery. Das ist aber ein anderes Thema. Ich denke, es ist nun halbwegs klar, wie man einfache Aggregatfunktionen verwendet. Sehen wir uns nun noch die spezielle Funktion Count an, welche die Anzahl von Zeilen zählt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die gezählten Inhalte Texte, numerische Werte oder Datumswerte sind. Die Funktion kann auf alle Werte angewandt werden. Sie zählt die Anzahl der Zeilen und beachtet nicht dessen Inhalt. Außer bei Nullwerten. Diese können mitgezählt werden oder auch nicht, je nachdem, wie wir das möchten. Bei Count gibt es drei Varianten. Bei Count unter einem angegebenen Spaltennamen wird die Anzahl der Zeilen gezählt, bei denen in der angegebenen Spalte kein Nullwert steht. Bei Count Stern werden hingegen alle Zeilen gezählt, auch jene mit Nullwerten. Und bei der dritten Variante, dem Count mit Distinct Spaltenname, werden auch die Zeilen gezählt, aber Zeilen, in denen in der angegebenen Spalte der gleiche Wert steht, werden nur einmal gezählt. Man kann auch sagen, dabei zählt man die verschiedenen Einträge in der angegebenen Spalte. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir könnten berechnen, wie viele Verkäufe bisher insgesamt stattgefunden haben. Also zählen, wie viele Zeilen sich in der Tabelle Verkäufe befinden.
Dazu schreiben wir in Select, Count und dann in runden Klammern die Verkaufs-ID. Dieses Feld ist für jeden Eintrag befüllt, ist ja auch der Primärschlüssel. Wir können das Ganze natürlich auch auf unsere Filiale einschränken. Die Filialnummer steht ja bei jedem Verkauf als Fremdschlüssel mit dabei. Das Ergebnis ist dann 359. So viele Verkäufe wurden also bisher in dieser Filiale getätigt und sind in der Datenbank gespeichert. Wir können zudem auch wieder einen Alias vergeben und das Ergebnis somit lesbarer machen. Ich schlage vor, wir bezeichnen die neu berechnete Spalte als Anzahl-Verkäufer mit AE, um Probleme in SQL zu vermeiden. Übrigens hätten wir in unserer Abfrage auch Count-Stern statt Count-for-ID schreiben können, da wir keine Nullzeilen haben, die bei der Stern-Variante zusätzlich mitgezählt würden. Das Ergebnis mit Stern ist somit das gleiche. Lasst uns ein anderes Beispiel ansehen. Wie oft wurden eigentlich Verkäufe an registrierte Kunden in dieser Filiale getätigt? Wir wollen also die Einträge der Spalte Kunden-ID in der Tabelle Verkauf zählen. Benennen wir das Ganze als Anzahl Kundenverkäufe mit AE. Und wir erhalten die Anzahl der in dieser Filiale an Kunden getätigten Verkäufe. Und wie viele verschiedene Kunden haben bisher in dieser Filiale eingekauft? Dafür dürfen wir gleiche Kunden-IDs nur einmal zählen. Das lässt sich leicht in unserer Abfrage ändern. Das geht mit dem Befehl Distinct. Diesen schreiben wir in die Klammer des Count vor die Kunden-ID. Jede Kunden-ID wird so nur einmal gezählt. Das Ganze bezeichnen wir als Anzahl Kunden. Und das Ergebnis zeigt nun die Anzahl der verschiedenen Kunden, die bisher in der Filiale eingekauft haben. Oh, mein Telefon klingelt. Jetzt muss ich aber weiter. Die wichtigsten Aggregatsfunktionen haben wir jetzt kennengelernt. Hier nochmal zur Erinnerung. Das Count war das kniffligste davon, ging sich zeitlich aber super aus. Ich lasse mir jetzt nur noch schnell was Süßes einpacken und dann bin ich auch schon dahin. Schön, dass ihr Zeit hattet für einen kurzen Kaffee. Bis bald!